Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Unboxing-Video von 4kfilme.de. Heute ist der 7. November 2017. Das bedeutet Erstverkaufstag der neuen Xbox One X-Konsole, der stärksten Spielekonsole der Welt, wie sie auch von Microsoft genannt wird. Und das Gerät scheint auch seinem Titel alle Ehre zu machen. Bis zu 40% mehr Leistung als herkömmliche Spielekonsolen. Microsoft schaut da natürlich auch auf die PlayStation 4 Pro. Ist schon mal eine Hausnummer bei doch einem kompakten Formfaktor, was wir jetzt auch gleich sehen werden. Ich möchte mit euch einmal die Konsole auspacken, ein bisschen was zu dem Gerät erzählen, was es alles hat, was es alles kann, und ich würde sagen, wir fangen einfach mal an. Hier unten mal zwei Schnitte. So, dala. Ich würde einmal hier auf der Seite anfangen und die Box ein bisschen zurück. So, dala. Hier fangen wir einmal an. Hier haben wir ein HDMI-Kabel, 4K-fähig und unterstützt auch HDR. Müsste ein 18 Gigabit-Kabel sein. Hier steht HDMI High Speed. Ist jetzt nicht genau spezifiziert auf der Webseite, aber gehe ich mal schwer davon aus. Und hier haben wir auch schon den Controller der Konsole. Und hier fallen auch gleich die Batterien mit drauf. Sehr gut. Wer schon mal eine Xbox besessen hat, eine S-Version oder eine 360, das Button-Layout hat sich nicht großartig verändert. Schultertasten, zwei Stück. Hier innen drin gibt es keine weiteren Tasten. Hier die Anordnung der Analog-Sticks. Eigentlich ganz normal vorne. Hier mittlerweile, glaube ich, integrierte Akkus nicht dabei. Hier kann man Akkus einlegen und kann man dann über einen USB-Mini-Anschluss auch direkt laden. Hier unten haben wir noch einen Anschluss für Zusatzgeräte zum Beispiel. Ich weiß nicht, ob es jetzt mittlerweile immer noch ein Keyboard-Pad gibt oder so ähnliches oder andere Zusatzgeräte oder für dann hier unten noch ein Klinkenstecker für Mikrofon und oder Headset. Das ist erstmal der Controller. Und nochmal zurück, hier haben wir dann noch das Netzkabel. Das war es schon mal von hier. Und dementsprechend gibt es eigentlich nur noch hier einen großen Brocken. Das wird die Konsole selbst sein. Zack. Hier ist auch schon mal, ja. Oh, interessant. Hier kann man dann die Karten wohl so rausziehen. Dann hat mir hier Xbox Game Pass und ein Live Gold. Ich glaube, 15 Tage Live Gold müsste dabei sein. Genau. Ansonsten hier noch ein paar Details. Okay, sind so lange Kabel. Und hier haben wir dann auch noch so ein Quick Guide, damit man weiß, wie man die Konsole anzuschließen hat und die erste in Betriebnahme. Geht auf die Seite. Und somit kommen wir auch schon zum interessantesten Teil. Ich muss aufpassen, dass ich sie... Erstmal, die Konsole ist klein, also im Formfaktor wahrscheinlich vergleichbar mit der normalen S-Version, aber sie ist auf jeden Fall schwer. Also das... Also so nach die Arme nach außen oder nach vorne kann man die Konsole nicht lange halten. Ich schau mal, ob es hier noch ein Ding gibt. Ja, hier kann man auch aufmachen. So, und hier mal die Unterseite. Und weg mit dir. So sieht das Gerät aus. Hier ist mal, fangen wir erstmal von vorne an. Hier haben wir auch einen schwarzen. Okay, nochmal so eine Information. Immer noch ein Problem, man soll die Konsole nicht bewegen, während man
eine Disc inliegen hat, also während man ein Spiel spielt oder einen Film anschaut, weil es dann wieder zu diesen Kratzern kommen kann, die viele noch von der Xbox 360 oder ja, eigentlich glaube ich allen Konsolen kennen. Und sollte man grundsätzlich nicht machen. Man sollte immer erst ausschalten, komplett warten, bis das Laufwerk runtergefahren ist und dann erst die Konsole bewegen. Ansonsten gibt es wirklich böse Kratzer und euer Film, Game könnte auch unter Umständen irreparabel beschädigt sein. Diesen Hinweis brauche ich nicht mehr. Hier unten haben wir schon mal den IR-Empfänger für die Fernbedienung. Hier haben wir einen Button. Ich gehe. Das ist eine gute Frage. Ah, genau, das ist der Auswurf-Button für das darunter liegende, hier liegende Slot. Laufwerk. Hierbei handelt es sich um ein 4K Ultra HD Blu-ray Laufwerk. Man kann also mit der Konsole auch 4K Blu-rays mit HDR 10 wiedergeben. Auf der anderen Seite haben wir an der Front schon mal ein, müsste ein USB 3.0 Anschluss sein und die Taste zum Verbinden und Synchronisieren der Gaming Controller sowie die Start- und Stopp-Taste hier oben, die Metallfinish fast, glaube ich, noch bekommen hat, was ganz cool aussieht. An der Seite haben wir nicht viel. Hier haben wir noch einen kleinen Gruß. Mal sehen, ob wir den sehen können. Hello from Seattle, Xbox One X. Und hier auf der Seite haben wir auch nichts. Oben haben wir bis auf ein paar Fingerabdrücke von mir. Man sieht, sollte man nicht die ganze Zeit rumtatschen, sonst sieht es nicht so schön aus. Hier nochmal den Xbox Imprint, ansonsten haben wir hier nichts. Aber jetzt kommen wir doch mal zum interessanteren Teil. Hier haben wir einmal den Netzanschluss für den Strom. Dann haben wir einen HDMI-Ausgang und einen HDMI-Eingang. Der Ausgang ist 2.0b. Unterstützt 2160p Signale bis zu 60 Bilder pro Sekunde und auch HDR10. Und einen HDMI-Eingang ist hier nur die Version 1.4, also für Set-Top-Boxen, irgendwelche Player, sonstiges, Kabel, Satellitenreceiver, was auch immer. Es gibt auch Hinweise und auch direkte Aussagen von Microsoft, dass die Konsole auch schon HDMI 2.1 den Standard unterstützt. Da hier aber das Lizenzierungsprogramm noch nicht gestartet ist, gibt es auch noch keine Geräte, die HDMI 2.1 offiziell unterstützen, also in den Spezifikationen. Es ist möglich, dass die Konsole wirklich das hier schon unterstützt, was vor allem interessant wäre, weil es da eine variable Framerate gäbe, also so ein Gaming-Modus, der die Framerate dann an die, ja, oder die ausgegebenen Framerate an die Framerate des Bildschirms anpasst. Dafür müsste der Bildschirm aber selber dann wahrscheinlich auch HDMI 2.1 unterstützen. Dürfte bisher noch keiner haben. Dann haben wir noch hier einen IR-Ausgang und einen digitalen optischen Ausgang sowie Gigabit Ethernet LAN. Integriert haben wir bei der Box auch Bluetooth und Dual Wi-Fi. Und im Inneren der Konsole schlummert ein 8-Kern-Prozessor mit 2,5 GHz pro Kern und einer Gesamtrechenleistung von 6 Teraflops. Nicht, dass ich das wieder falsch sage. Dann haben wir noch 12 GB GDDR5 Speicher mit einer erhöhten Speicherbandbreite von 326 Gigabit pro Sekunde, 8 GB Flash-Speicher für die wichtigsten Dateien, wahrscheinlich auch das Betriebssystem und für uns andere Dinge, die schnell zwischengeladen werden müssen, wie das Menü auch. 1 TB interner Speicher, eine ganz normale HDD-Festplatte
Und dann haben wir auch was sehr Interessantes, also das Gerät hat sogar eine Wasserkühlung integriert mit einem, wie es heißt, Zentrifugenventilator. Ja, und dementsprechend erste Tests belegen auch, dass die Konsole auch bei anspruchsvollen Spielen sehr leise bleibt. Und was natürlich dann auch vom Vorteil ist, die ganzen Anschlüsse sind wir eigentlich schon komplett durchgegangen. Wie gesagt, vorne das 4K Ultra-HD Blu-ray Laufwerk für die native 4K Ultra-HD Ausgabe. HDR10 wird unterstützt, Dolby Vision oder HDR10 Plus und HLG. Die Standards sind bisher noch kein Thema bei der Konsole, weiß man aber nicht, was die Zukunft bringt. Dann, was hätten wir noch? Die Konsole ist auch in der Lage, Dolby Atmos wiederzugeben mit einem True HD Kern. Kann sogar 4K, also Games, also Spielsequenzen in 4K aufnehmen, aber ich glaube nur ein paar Sekunden lang, ich glaube so 10, 15 Sekunden. Aber kann dafür in 1080p, also Full HD, live streamen. Was noch zu erwähnen wäre, das alte Zubehör für die Konsole ist, also für die von der Xbox One, ist zu der neuen Xbox One X kompatibel und natürlich auch alle Xbox One Spiele ohne Problem. Eine verbesserte Bildperformance gibt es aber dann nur mit sogenannten Xbox One X verbesserten Spielen oder Xbox One X Enhanced Spielen. Diese sind auch jetzt mittlerweile schon im Shop markiert und können dann auch über das Menü der Konsole, also in der Auflistung der Spiele, kann man dann auch danach filtern und sagen, okay, ich möchte jetzt ein Spiel haben, das HDR unterstützt oder 4K oder Xbox One Enhanced ist, ja, oder alles drei. Und kann dementsprechend auch sehen, ob man schon Spiele besitzt, wie ein Gears of War 4, wo zum Beispiel, soweit ich weiß, alle drei Vorteile unterstützen sollte. 4K Ultra HD ist klar, das ist native 4K-Ausgabe der Games, HDR, HDR10-Wiedergabe von den Games und Xbox One X Enhanced oder verbessert heißt dann, es könnte Verbesserungen in der Grafik geben, neue Grafikelemente, verbesserte Texturen oder die Framerate wurde erhöht auf von mir aus 60 Vollbilder pro Sekunde. Hier bei dem Verbessert-Logo, welches auch auf den Verkaufsboxen der neuen Xbox One Spiele dann drauf ist, muss man auch sich wieder ein bisschen informieren, weil man nicht ganz genau sagen kann oder nicht ganz genau abgrenzen kann, okay, Xbox One Enhanced heißt auf jeden Fall 60p. Viele Spielschmieden sagen, okay, wir hätten lieber eine hohe Auflösung, dafür eine geringere Framerate von 30 Bilder pro Sekunde, weil es sich jetzt zum Beispiel um ein Action-Adventure handelt oder bei einem Shooter bleibt man dann lieber bei 1080p, dafür aber 60 Vollbilder pro Sekunde. Die Konsole gibt es aktuell zu kaufen für 499 Euro. Jetzt aktuell ist mit Wartezeiten zu rechnen von bis zu 2 Wochen. Die Scorpio-Version, also die limitierte Version, die ist aktuell über Marketplace von Amazon und eBay für um die 650 Euro zu bekommen. Ist wie gesagt limitiert, wird es so auch nicht mehr geben. Weitere Informationen werdet ihr dann auf einem ausführlichen Test auf 4kfilme.de finden. Ich verlinke diesen dann auch unten im Video. Ich würde mich freuen, wenn ihr dem Video einen Daumen nach oben gibt und unseren YouTube-Kanal abonniert und uns natürlich auf 4kfilme.de besucht.